Der Mensch hat lebende Bakterien auf der Haut. Und zwar ist das sehr notwendig. Das ist unser natürliches Schutzschild gegen Umwelteinflüsse. Wir sind umgeben von Bakterien und selbstverständlich sind damit auch Bakterien überall auf unserer Haut. Die Hautführer hat gute Bakterien und auch schlechte Bakterien. Das ist ganz normal, aber auf der guten und gesunden Hautführer muss der Anteil der gesunden Bakterien, man sagt auch die kommensalen Bakterien, überwiegen. Und die wiederum schützen uns dann gegen die Krankheitserreger, dass die sich dort nicht breit machen und Nischen besetzen. Unsere Hautflora entsteht schon dann, wenn wir geboren werden. Dann nehmen wir als erstes mal die Bakterien von der Mutter mit während der Geburt und damit beginnt unsere Hautflora sich zu entwickeln. Und im Laufe des Lebens etablieren sich dann ein paar von diesen Bakteriengattungen permanent und machen vielleicht 80% der Hautflora aus. Im Laufe des Lebens ändert sie immer wieder ein bisschen und jetzt muss man genau hingucken, die alte Haut hat nicht mehr so viel von diesen guten Bakterien. Das heißt, ich könnte auch mal andersrum sagen, vielleicht muss ich meine junge Haut so lange gut pflegen und meine Bakterien auf der Haut pflegen, dass meine Haut jung bleibt und nicht auf ein altes Hautführerbild zurückfällt. Auf die Hautführer hat viel Einfluss. Das kann das Klima sein, in dem es zum Beispiel eben sehr warm oder viel Sonne ist. Im Winter habe ich Schwierigkeiten, weil das überall trocken ist. Auch da muss ich meine Hautführer besonders pflegen. Wir haben also mehrere Einflussfaktoren, die die Hautführer beeinflussen. Deswegen darf man nie vergessen, dass man diese Bakterien auch pflegt. Die Hautführer zu fördern mit Kosmetikprodukten wäre ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Es gibt einzelne Produkte, die speziell dafür entwickelt worden sind, dass sie für die Hautführer eben positiv wirken. Das kann man untersuchen, indem man sich zum Beispiel einen Staphylococcus epidermidis anguckt. Das ist einer der Markerkeime und man sucht Wirkstoffe, die genau dieses Bakterium fördern. Ich nehme meine Hautführer ernst. Ich sage, das sind Bakterien auf meiner Haut, die muss ich pflegen. Das heißt, wenn ich meine Haut gereinigt habe, dann sehe ich zu, dass ich Produkte auftrage, die dafür sorgen, dass dieser Hautführer sich wohlfühlt und dass sie dann wieder stark wird und einen Schutzschild auf der Haut bildet. Ich würde einen Tipp geben, der sagt, möglichst nicht zu viel mit Seife an der Haut arbeiten, die Haut sanft behandeln und Cremes, Kosmetik benutzen, die Hautführer aufbaut, die speziell die Bakterien auf der Haut fördert, die den Schutzschild darstellen.